Hallo und willkommen, liebe Freunde. Und es sind noch zwei Orte. Wir fahren auf dem A1 Ring. So. Der schöne A1 Ring. Bekannt aus der Formel 1. Mittlerweile Red Bull. Ja, das ist der Anstieg. Wir haben die, ja, wie gesagt, manche Strecken haben sie sehr gut umgesetzt, manche haben sie halt, ja, da hinten soll es eigentlich weitergehen. Das ist der kleine A1 Ring. So wirklich originalgetreu ist der nicht nachgebildet worden. Wie gesagt, das ist wirklich eine tolle Steigung. Also ich kenne die in anderen Videospielen etwas steiler. Und von da hinten reden wir erstmal gar nicht. Mittlerweile ja Red Bull Wing. Und ja, hier wurde auch wieder etwas geschlampt, weil der Truck springt doch ganz schön. Voll verbremst. Und hier muss ich mal sehen, ob ich vielleicht kommt, wenn das eine Rennen jetzt auch noch ziemlich kurz ist, ob ich das halt zu einer Folge mache. Weil das Ding ist jetzt wirklich nur ein Winzling. Oh ja, der Truck springt wie verrückt. Schlecht designt. Sehr schlecht gefallen. Und können wir die Zeit noch knacken? Neuer Rekord sogar. Ja, das ist nichts. Wir gehen in die Box. Ich glaube, wir haben da einen ordentlichen Rekord aufgestellt. Ja. Und wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben natürlich mal wieder alles weggeballert, was das geht. So, Hauptmenü. Und wir hauen gleich das Qualifying hinterher. Ich glaube, da erwarten. Oh, acht Runden. Okay, werden doch 12 Videos.
go, go, go. Ja. Blech austausch. So, jetzt machen wir hier die Tür zu. Und er sticht rein. Und das ist nicht gut. Was war das jetzt? Komm, Kumpel, fahr. Ein bisschen Blechaustausch. Ein Platz verloren. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ein bisschen verbremst. Er ist doch ein bisschen schneller, der Kurs. Ja, bloß wegmachen. Schneller, das Problem ist, der Kurs ist falsch designt. Also da habe ich damals wirklich Ubisoft gelobt. Und zwar F1 Racing, falls jemand die Spiele kennt. Die Strecken waren eigentlich damals wirklich für die damalige Zeit wirklich sehr originalgetreu. Wobei ich werde ja auch noch F1 Racing Simulation noch spielen. Ja. Vielleicht alle. Oh, man sollte weniger labern. Nicht an meine Bestzeit dran, wie kommt das? Sonst eine 1,44 gefahren, aber komplette 44 gefahren. Oh, das ist so ein auf die Bremse drücken. Ja, weil die Kurven sind nämlich richtig eng und die ist nicht sauber programmiert worden. Doch das Spiel ein bisschen mal ankreiden. Eine 45 haben wir gefahren. Kannst auch nicht wirklich gleich aufs Gas treten. Dann endet man im Gras. Eine 7 Runden. Ich habe mich gerade irgendwie total verguckt. Ist ja die Position mit 8. Boah, hier. Da sieht er, wie der Schmack total wegrutscht. Ja auch bald durch in dem Spiel. Und dann wird vielleicht eventuell erstmal ein kleines, schnelles Rennspiel kommen, was auch nicht lange dauern dürfte. Weil ich weiß.
So, und das Rennen haben wir. So, eine 1,44 und wir sind ja ziemlich schnell gewesen. Wir können unter Spielmission speichern. Ja. Und wir sehen uns dann. So, ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Mercedes-Benz Truck Racing, und dann noch einen schönen Tag. Bis dann.